Im Zuge der WZ-Kunst-Auktion versteigern mehrere Künstler aus Krefeld und Wuppertal Kunstwerke für den guten Zweck. Auch der Krefelder Künstler Will Kassel stellt der Aktion eines seiner Bilder zur Verfügung. Er ist als Zwergkünstler bekannt geworden. Auch heute verarbeitet der 95-Jährige das Motiv des Zwergs noch in seinen Arbeiten, wie er unserem Kulturredakteur Christian Laki erklärt. Er ist überall drin. Auch hier? Ja. Die ganze Wand. Stimmt. Das Leben. Ja. Hier sind sie. Ja. Hier sind sie alle drin. Die ganze Welt besteht aus Zwergen. Das ist mein Theater. Die Welt ist ein Theater. So ist es ganz einfach, die Welt zu betrachten. Ganz einfach. Die Bilder, die Objekte, die ganze Welt ist für mich ein Zwerg. Der Zwerg steht für ihn neben der Fruchtbarkeit auch für das Leben an sich. Das Leben hat so eine Wichtigkeit. Und das war bei mir die Wurzel zum Zwerg. Kassel freut sich, dass sein Kunstwerk für andere etwas Gutes tun kann. Das ist normalerweise ein bisschen teuer. Aber jetzt soll es für einen guten Zweck dienen. Alles weitere zur Auktion finden Sie in der Videobeschreibung oder auf wz-kunstauktion.de.